Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Thema Reden halten. Und hier bei mir in der Aufnahme ist Esther Schweizer. Esther, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du bist sozialisiert als, ja, eigentlich als Künstlerin, weil du hast nach deiner Ausbildung erstmal das Theater gewählt, also Straßentheater und freies Theater, und hast dann nochmal eine klassische Ausbildung als Schauspielerin gemacht an der, Profis werden wissen, was es ist, Otto-Falkenberg-Schule in München, und 20 Jahre lang auf der Bühne, im Fernsehen und im Radio gearbeitet. Heute kümmerst du dich darum, dass Menschen, die ja bei ihren Auftritten, egal wo die jetzt stattfinden, erfolgreicher sind und darauf wollen wir uns heute konzentrieren, das Thema Rede so hinzukriegen, dass sie wirklich das sagen können, was sie sagen wollen, und vor allem auch das ankommt, was sie ankommen lassen wollen. Herzlich willkommen in dieser Aufnahme, Esther Schweizer. Hallo Stefan. Esther, wir wollten uns heute mal überlegen, wie können wir denn unseren Hörerinnen und Hörern helfen, das Thema Reden halten von vornherein professionell anzugehen. Vielleicht steigen wir da einfach gleich mal ein. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Reden, sicher wirken. Mhm. Was ist denn deiner Ansicht nach das Wichtigste, was so ein Auftritt hinkriegen muss, wenn jemand sich überlegt, oh, ich muss jetzt eine Rede halten? Zwei Sachen. Das erste, dass derjenige wirklich will. Und das nächste, dass er auch wirklich was zu sagen hat. Denn oft ist es so, dass jemand vermeintlich denkt, dass er etwas zu sagen hat, ist aber im Grunde genommen die Welt gar nicht interessiert. Und dann gilt es zu prüfen, sich zu überlegen, wie kriegen wir den Inhalt und die Botschaft trotzdem rüber, so dass das wirklich für ein Publikum, und ich mache einen Unterschied zwischen Zielgruppe und Publikum, also wer ist wirklich mein Adressat für meinen Inhalt? Mhm. Weil das finde ich wichtig. Denn wenn jemand zum Beispiel ein Fachthema hat und es bisher ausschließlich als Führungskraft gewohnt gewesen ist, in seinem Unternehmen vor seinen Mitarbeitern zu sprechen, die im Content, also vom Inhalt her, immer genau wussten, um was es geht. Und jetzt ist derjenige, wie auch immer, zum Beispiel auf eine Messe oder einen Kongress eingeladen und möchte das einem größeren Publikum, also über die Zielgruppe hinaus, darbieten. Dann gilt es, so über ein paar Dinge nachzudenken. Und darüber spreche ich dann. Beziehungsweise gibt es so einen kleinen Fahrplan, wie man das macht. Okay. Also das scheint ja der entscheidende Punkt zu sein, dass man, du sagst, unterscheiden zwischen Zielgruppe und Publikum. Wenn ich also in einer klar definierten Zielgruppe, zum Beispiel meine Mitarbeiter, einen Vortrag halte oder etwas sagen will, dann, wie du richtig sagst, dann kennen die mich, ja, die kennen den Kontext, die wissen, worum es im Wesentlichen geht, aber das ist was völlig anderes, als eine Bühne zu betreten und beispielsweise auf einer Fachtagung einen Vortrag zu halten oder vor Menschen zu sprechen, die jetzt vielleicht nicht zu 100% mich und mein Wirken schon kennen. Also da siehst du den Unterschied zwischen Zielgruppe und Publikum. Ja, beziehungsweise gibt es dann ja auch noch die Mischform zwischen Zielgruppe und Publikum. Mhm. Das heißt, ich spreche vielleicht oder ganz bewusst mit meinem Titel Interessenten an, die mit dem Thema sich auskennen. Die sitzen dann auch in dem Publikum. Es sitzen aber auch Menschen vor mir, die mit dem Thema erstmal so gar nichts anfangen können, die neugierig sind. Oder es ist zum Beispiel ein Jubiläum. Dann sind Kunden geladen, dann sind Zulieferer eingeladen, dann sind die Mitarbeiter und dann sind vielleicht auch die jeweiligen Partner und Menschen, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Das ist für mich eine Mischgruppe. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie holen wir die alle ab? Wie mache ich das? Also wie macht das derjenige, der und dann noch im Scheinwerfer liegt? Dann hat er auch noch Technik, dann hat er Lautsprecher, dann hat er ein Mikrofon, der Mensch, dann wird eine Aufnahme gemacht. Gibt es oder ist das wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was ziehe ich an? Also wie möchte ich überhaupt wirken? Wie gehe ich mit Lampenfieber um? Wie
präsentiere ich meine Botschaft? Ist das über eine Präsentation? Mache ich das frei? Mache ich das mit Moderationskarten? Also da ist einfach eine Menge in dem sogenannten Nähkästchen, was es gilt zu öffnen. Und was mir wichtig ist, dass es zu der Person und dem Menschen auch wirklich passt. Dass also der Mensch nicht das Gefühl hat, er muss in eine Rolle schlüpfen, die so überhaupt gar nicht zu ihm passt. Mhm. Denn du hast es erwähnt, ich komme vom Theater, da schlüpfen wir in Rollen, auch wenn wir sie so glaubwürdig wie machbar darbieten wollen. Wenn du und ich jetzt einen Vortrag halten oder Menschen eine Rede halten, dann kommen die mit sich als Mensch auf die Bühne. Und da macht es keinen Sinn, wenn jemand extra in eine Rolle schlüpft. Mhm. Außer es ist ein dramaturgisches Mittel, weil jemand dann in ein extra Kostüm steigt. Das ist ein Gag oder sich dann passend zum Thema ein anderes Jackett anzieht oder ich weiß nicht was. Nur dann wird es nicht eine durchgängige gespielte Rolle, sondern es hat immer, und das ist mir wichtig, mit dem Inhalt, dem Botschaft, mit dem Content etwas zu tun. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.